alles individuell einstellen. So, wir gehen mal ins Menü und testen ein, zwei Funktionen und dann sind wir auch schon durch insofern. Wir gucken uns mal zum Beispiel alles an, wie zum Beispiel den MP3-Player oder das Internet. Beginnen wir in dem Fall mit dem Internet und gucken uns mal so eine ganz einfache Internetseite an. Wie wir zum Beispiel hier eingeben können, in die URL eingeben und geben uns mal hier mit uns zufrieden, indem wir auf Best Voice klicken. Diesen Ton, den ihr gerade hört, den könnt ihr immer ausschalten. Also es ist kein Muss, dass man den immer aktiviert. Aber wer es gerne witzig mag, der kann das einfach anmachen, anlassen. So, einfach bestwords.de eingegeben, großartig muss ich da nicht eingeben, einfach nur dann okay, gehe und sowas ist zum Beispiel nicht unterstützt, also im Quermodus ein Lagesensor ist zum Beispiel nicht drin, aber ich kann trotzdem meine Internetseite wahrscheinlich so sehen, indem ich hier voll drauf drücke, dann habe ich den Vollbildschirm wahrscheinlich drin und auch so ein Smartphone wie so ein Corby kann die Internetseite vollständig anzeigen. Die Ladezeiten gehen noch so, aber die Anzeige ist recht gut, so sieht das alles aus. Wird noch ein bisschen geladen, aber ich kann mein Menü wieder einblenden, je nachdem. Also dafür, dass ihr ab und zu surfen wollt mit dem Corby vielleicht, einen Datentarif habt, geht das noch. Ihr seht ja, okay, das Internet wird gut dargestellt, das Scrollen funktioniert auch recht gut. Ich kann einfach hin und her gehen. Oder ich kann einfach versuchen mal zu zoomen. Wie mache ich das? Am besten mal raufklicken. Und dann habe ich auch schon gezoomt. Wie zum Beispiel hier. Und ich versuche mal wieder raus zu zoomen, indem ich einfach wieder raufdrücke. Und es klappt auch. Also insofern ist das wirklich ganz cool, wenn ich sage, okay, ich möchte genau das mir näher angucken. Dann wird es auch gezoomt. Das ist die Funktion vom Internet. Wie klappt es eigentlich mit YouTube? Das wollen wir auch mal gucken. Indem wir auf Menü hier starten. Seite aufrufen, Startseite aufrufen. Das wollten wir jetzt nicht. Wir gehen mal auf, das reagiert ein bisschen langsam, wir gehen mal auf hier oben und klicken mal hier auf YouTube. Ist mal ein bisschen mühselig, das einmal einzugeben über die Handy-Tastatur, aber jemand, der schon daran gewohnt ist, den fällt das sicherlich einfacher. So, .de einfach. Und gehe einfach sagen, dann lädt es auch schon auf YouTube. Wir gucken mal, wenn man so ein Video laden möchte, wie es ungefähr so angezeigt wird. Insofern haben wir dann die Möglichkeit. Also laden tut es noch. Dieser Balken hier oben. Klicken wir auf irgendein Video hier. Wie sieht, dauert ein bisschen länger. Gucken wir auch gleich, wie das Video angezeigt wird, ob das fließend angezeigt wird. Ich klicke mal hier auf Popstars, du und ich, Watch Dem, Watch Video. Vom Display aus reift das wirklich sehr präzise. Insofern ist auch ja sowas kein Problem. Ja, auch wenn ich jetzt hier rauf drücke, sagt das Verbindung. Und tatsächlich wird das Video wahrscheinlich gerade geladen. Ich kann aber nicht auf Play drücken. Er lädt einmal die Cache. Und dann sollte auch sein Video schon funktionieren. Also insofern erkennt das auch schon, dass wir hier einen Stream haben. Und wir gucken uns die Qualität an. Also es klappt ganz gut. Auch ein Lagesensor greift hier nicht an. Querformat kann ich aber dennoch auf Taste drücken und dann wird es mir so gezeigt. Bisschen langsam, dauert immer wieder nach, lädt immer wieder nach. Insofern eigentlich hat sich das schon erledigt. Ihr habt gesehen, wie das ungefähr funktioniert. Gehen wir wieder auf Hochformat und schließen es einfach, indem wir diese Taste hier unten drücken. Dauert ein bisschen noch, Rechenleistung, technisch. Internet haben wir getestet. Weiter geht's zur Kamera. Wir machen mal ein kleines Foto. Von der Verpackung am besten. Und das Foto werdet ihr dann online sehen können auf www.bestboys.de. Einfach anvisieren. 2 Megapixel schießen wir hier. Hier oben ist der Auslöser.
An sich, das Bild ist recht schnell, reagiert recht gut. Und wir gucken uns mal die richtige Qualität einmal an. So, einfach geschossen. Und wir gucken mal, was können wir da eigentlich alles mit dem Bild so machen, wenn wir unter eigene Dateien gehen. Bilder, eigene Fotos. So, dann kann ich zum Beispiel einfach hier die Verpackung mir wieder rausholen. Und ich kann jetzt zum Beispiel sagen, im Quermodus oder Hochkant wieder. Ich kann zoomen. Je nachdem. Oder ich kann es zum Beispiel schneiden oder verschicken. Je nachdem. Diese Möglichkeiten habt ihr dann. Wie gesagt, das Bild werdet ihr dann nochmal auf www.bestboys.de sehen können. Und dann habt ihr auch zumindest die Möglichkeit, über die Qualität zu entscheiden, indem ihr die volle Auflösung seht. Weiter geht's zur MP3-Player. Klicken wir auf alle Titel. Hier ist ein Test-Track drauf, das nennt sich Beyond Samsung. Und ich mache den mal an, mache mal die Lautstärke an. Für alle diejenigen, die sagen, okay, ich will auch damit Musik hören, wie ist dann die Musikqualität? Vom Aufbau seht ihr halt, hier ist wirklich so ein Cover, Track, Interpret und Album von wie viel bis wie viel. Die verschiedenen Möglichkeiten, ziemlich groß, dass man auch mit dem Finger mal schnell Play machen kann und so wie ein Balken über die Laufzeit. Ich mache es nochmal mal Play und dann könnt ihr nochmal wirklich die Klangqualität so mitbekommen. Das war es so fein von dem Medienplayer, Musikplayer. Ich habe gesehen, ich bin ins Menü gegangen und ich konnte damit auch andere Sachen machen. Also das Telefon ist auch multitaskingfähig, wenn ihr zum Beispiel Musik hört. Das war es sofern vom großartig vom Menü. Das, was ihr noch wissen solltet, ist, dass Telefon, wie gesagt, einigermaßen sich an dem GTS 8000 Jets orientiert. Das heißt, ich kann nicht nur meine Anzeige hin und her schwenken. Sondern mein Menü ist auch hier wieder variabel. Hier oben habe ich drei Balken und ich kann je nachdem, wo ich mich gerade befinde, wird mir das angezeigt. Insofern habe ich weitere Möglichkeiten wie ein RSS-Reader, Synchronisierung, Weltuhr, solche Sachen halt. Insofern gibt es aber keinen App Store für Samsung zurzeit noch nicht, was dann halt eine Erweiterungsmöglichkeit anbietet. Es sei denn, ihr installiert einmal hier Java-Geschichten. Aber das sollte ungefähr so euch zur Orientierung dienen, wenn ihr euch überlegt habt, oder die Werbung gerade von O2 gesehen habt, was das Corby alles kann, ist einfach ein kleines Smartphone mit solchen witzigen Geschichten hier, austauschbaren Covers, Twitter-Möglichkeit, sozial angebunden in fast allen Netzwerken, wie zum Beispiel MySpace, Facebook, Twitter, StudienVZ, da haben wir auch hier was. Und das sollte euch ungefähr so die Orientierung geben, dass es schon ein kleines Multimedia-Telefon ist mit einer Kamera, gute Internet-Features. So wie zum Beispiel diese Geschichte mit dem Multitask an der MP3-Player, an der MP3-Player. Das war's vom Video von dem Samsung GTS 3650 Corby. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hat euch einige Fragen beantwortet. Wenn nicht, einfach loslegen auf youtube.de oder auf bestboys.de, wo ihr das Bild nochmal sehen könnt. Und dafür erstmal vielen herzlichen Dank für das Zuschauen.